Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Schon lange habe ich keinen Wochenvlog mehr gemacht. Es lag daran, dass wir einfach keine Zeit hatten. Wir hatten beide so viel zu tun. Ich habe aber auch gedacht, eigentlich ja relativ langweilig, was wir momentan machen. Ich meine, viel machen kann man ja nun mal momentan nicht durch Corona. Aber so viele von euch haben gefragt und haben gesagt, ach, ist egal, ladet einfach euren Alltag hoch. Ja, und dann habe ich einfach mal wieder die Woche die Kamera raufgehalten. Da kommt auch Lilly. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei unserem Wochenblog. Schmeiß noch den Fernseher um. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball, Lilly? Kommt. Lola guckt von oben zu. Get it. Daddy, die wird noch den Fernseher umschmeißen. Lola hat gerade geschlafen. Ja, get it. Wo ist der Ball? Jetzt wird sie schon faul. Du kleine süße Ratte. So, wir sind kurz ein bisschen shoppen. Sind gerade bei was? Gibt es ein paar funny T-Shirts. Mickey, 8,99. Oder das hier finde ich süß. Tom und Jerry. Stimmt auch so. 8,99. Was sind das? Rugrats? Donald Duck. Das sind alle 8,99. Ach so, das ist von hinten. Das ist Mickey schon von hinten. Looney Tunes. Süß. Auch. Oh, das sind alle 8,99. Scooby-Doo! Das kostet 10,99. mit Glitzersteinchen. 9,99. Betty Boo. Pink Floyd. Oh, das ist ja auch süß. Und was macht der Mann da drüben? Na, probierst du was an? Ja. Wir können ja nichts anprobieren. Sucks. Also mach das hier. Du bist bestimmt dann jetzt schon auf der Sicherheitskamera. Das ist ja nichts Schlimmes hier. Das ist ja nur ein T-Shirt, Pullover. Naja, probierst halt alles an. Machst den Virus darauf. Was kostet denn die?
neue Schuhe für dich. Oh, guck mal, Daddy. Sind das für eine Größe? Du? Größe 51,5, Daddy. Größe 51,5. Passen die dir? Europäische Größe. Ist aber bestimmt schön gemütlich. Die sehen ja aus. Guck mal, die sehen ja komisch aus, oder? Wie so eine Mischung zwischen elegantem Schuh und Golferschuhe. Golferschuhe? Nur die Sohle an. Ja. Echt? Ist ja lustig. Kenne ich mich gar nicht mit aus. Guck mal, die sehen ja auch lustig aus, als wären die nass. Es geht halt nur noch um bequeme Klamotten. Star Wars. Ach, hierfür. Knackarsch. Daneben reingehüpft ins TJ Maxx. Ein bisschen Taschen angucken, die ist ja putzig. 16,99. Tommy Hilfiger, 22,99. Schuhe. Guck mal die an. Fuzzy. Dann gibt es hier nochmal in Schwarz. So ähnlich. Ja, sowas soll ja jetzt modern sein. Ja, sehr wunderschön. $10. Würde ich nicht einen Dollar für zahlen. Dafür sind die aber schön. Für 15. Die würde ich anziehen. Habe ich aber schon so ähnlich. Ganz viel Leopard. Das sind ja auch ein paar Teile. Na gut, die Geschmäcker sind verschieden. 20.
bei TJ Maxx ist es ein bisschen voller. Wird gerade ein bisschen voller mit Leuten. Was ist los? Na, was sitzen Sie denn hier? Warte. Da haben Sie sich aber einen schönen Platz ausgesucht. Ist ja gemütlich. Hier können wir uns ja öfters mal treffen. Hey, dann? Und hinsetzen, oder? Ja. Mit einem Kaffee oder so? Können wir uns noch was zu trinken bestellen. Bist du dann? Mhm. Hier, hast du nichts gefunden? Guck mal, hier gibt es Masken für Kinder. Hast du nichts gefunden für dich? Nee. Nichts. Ich habe ja keine... Nichts, wo ich irgendwas anziehen könnte. Also die Hose hatte ich auch, oder? Vor 25 Jahren? Ja, ich auch. Jedenfalls haben wir das damals immer genannt Stonewashed. Und hier heißt es aber Acid Washed. Vielleicht sagt man das heute in Deutschland auch, keine Ahnung. So, und hier ist, was wir gekauft haben. Nicht viel. Ich habe mir diese Bluse hier gekauft. Einfach eine schwarze Bluse mit zwei so süßen Blumen. Und was hat es gekostet? 10,99 oder so, glaube ich, war es. Genau. Und Cora hat sich auch nur ein Oberteil gekauft. So ein T-Shirt hier mit langen Armen. Und das war 7,99. So billig sind wir. Ach, und ein paar Haargummis habe ich mir geholt. Hier so ein paar Haarbänder habe ich mir gekauft, die so eine Schleife dran haben. Und das war... Das war's. 3,79. Geile Brille hast du auch. Siehst so schlau aus. Ich bin schlau, deswegen habe ich dich geheiratet. Guck dir mal die Lilly an. Kurey trägt immer diese gegen Blaulicht. Ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagen kann. Erklär mal. Ich kann nicht, ich muss dich angucken. Lilly hat mit dem Band hier gespielt. Oh. Lilly. Er kommt nach Hause. Guck mal, Geschenke kriegst du auch noch. Ist ja gar nicht von dir, Lügner. Woher weißt du denn das? Ha? Da. Vielleicht habe ich es ja irgendwo geordert und die Person hat es einfach in so einer Packung verschickt. Kann ja sein, oder? Warum bringst du mir denn Blumen? Weil ich dich hasse. Ich hasse dich. Mein Lieblingsblumen. Du wolltest doch Pralinen haben, oder? Ein Herzwurm. Nein, wollte ich gar nicht. Doch, die musst du jetzt essen. Nein. Da du keine Pralinen haben wolltest, habe ich dir Sushi mitgebracht. Yum. Soll ich das jetzt zum Frühstück essen? Nee. Das sieht aber lecker aus. Yum. Thank you, Daddy Pelly. Einen Kuss kriegst du auch noch. Gratis. Kannst du jetzt endlich mal die blöde Kamera wegmachen? Blöd, Mann. So, heute ist nämlich Valentinstag und mein Valentin hat mir meine Lieblingsblumen mitgebracht. So schön. Und Lilly freut sich auch schon. Lilly? Und Lola kommt auch schon. So. Hier ist, was ich in meinen Paketen hatte. Hier wird mir Nagellack zugeschickt. Ihr wisst ja, viele von euch wissen ja, ich schreibe einen Beauty-Blog und die schicken mir hier so ein Tinted Firming Gel. So, ich esse dann mal mein Valentinstag-Sushi. Hat schon mal jemand Sushi zum Valentinstag bekommen? Lecker! So, erstmal reinhauen hier. Ups! Hallo, meine Süße. Hallo. Ach, ich wollte euch ja noch erzählen. Auf Instagram habe ich es euch schon erzählt, aber wir haben Julien jetzt hier runtergepackt in unser Esszimmer.
damit er seine Schule hier machen kann. Und Julian ist schon zu Hause seit März 2020. Und ja, wir haben also die Wahl hier in unserer Gegend, ob er zur Schule geht oder nicht. Und wir haben gesagt, nee, es ist sicherer, wenn er zu Hause bleibt. Und deswegen macht er jetzt die Schule hier. Da haben wir ihn besser im Blick und es ist so ein bisschen separiert von seinem Gaming, dass er oben Spaß hat und hier wird hart gearbeitet. Und das macht er auch, macht er wirklich gut und schreibt super Noten. Industrial Revolution, living in the Industrial Era. Okay, hört sich interessant an. Was liegt hier noch so rum? Chemie. So, heute Morgen sind wir aufgewacht zu minus 5 Grad. So kalt war es hier noch nie. Ja. Seit 4 Jahren wohnen wir hier, noch nie hatten wir das. Das ist voll verrückt, weil wir hatten jetzt schon mehrfach 20 Grad und sonnig. Ja. Und jetzt minus 5 Grad. Jetzt sind aber schon 0 Grad. Jetzt ist es kurz nach 10 morgens und es sind schon 0 Grad. Also es war ganz früh morgens. Und ich gehe jetzt und treffe mich mit ein paar Freundinnen in einem Café. Ein Schulbus, der ist aber leer. Wenn der bei uns durch die Community fährt, da sitzt immer nur ein Kind drin. Ist ja auch gerade an der Schule vorbeigefahren. Ich sehe keinen, da ist niemand drin. No, I've never been here. Oh, no? No. Cora ist ja schon wieder auf Diät. Ne? Ein paar Kisses. Brauchst du eine? Ein paar Kuss und Kiss. Hugs and Kisses. Ja. Die sehen aber gut aus, oder? Sahne brauche ich nicht aussehen. Nee, habe ich noch. Knoppers? Da überlege ich dreimal. Hier geht es schon los mit Ostern. Ihr habt ja gefragt, was ist denn in diesem Gang dann nach Weihnachten? Aber hier ist immer irgendwas. Gerade war hier quasi alles für Valentinstag und jetzt ist hier das Feiertag. Und hier Ostern. Alles, der ganze Gang. Alles Ostersachen. Warheads. Man, hier ist die Kinderjoy. Diese Küken hier sind Marshmallows in allen Farben. $1.24. M&M's.
schöne Pastellfarben. Diese Schokolade schmeckt übrigens gut. Auf Hershey's stehe ich nicht so, aber das schmeckt ganz gut. Das sind 2,89 Kilogramm. 24,98. Nils. Nils. Ostern. Das sieht auch süß aus. Frühlingsmäßig. 17,48. Ist wie so ein Kuchen und Cupcakes dazu. Schöne bunte Kuchen. German Chocolate Cake. Kein Mensch hat es je gesehen in Deutschland. Das sieht genauso aus. Und wie heißt denn die Chocolate Cake? Guck mal, was ich hier gerade entdeckt habe. Gibt es das in Deutschland auch? Coca-Cola Coffee. Das hört sich irgendwie lecker an. Also die sind ja wohl selten hässlich, muss ich sagen. Oh Gott. $30. Ich meine, komm, die sind doch nicht hübsch, oder? Das hier vielleicht eher. Der ist ja vielleicht süß. Und hier das Küken. Na, die sind ja ganz süß hier. Auch $30. Ja, die sind groß. Die sind mehr so Körbchen und so, alles Ostern. Was sind denn das hier für Dinger? Oder die hier, guck mal, wie süß. So, wir machen jetzt einfach mal Self-Checkout. Geht schneller. Julian wollte Lucky Charms haben. So, guck mal, jetzt müssen wir hier selber wiegen. Äpfel. Nee, Nektarinen. 3. Hat er das jetzt detected, dass es Nektarinen sind? Ey, oder? Eine Nektarine, $1? Das ist ein bisschen krass, oder? Ja, gib mal zurück. So, und weil ihr immer gerne unseren Einkauf seht, haben wir mal wieder unseren Einkauf hier. Ich höre auch schon wieder Lilly. Hier ist Lillys Essen. Dann die Mama ein bisschen Wein. Mandeln. Bananen, Huhn, dann Brussels Sprouts. Ich weiß nicht jedes Mal, was heißt Brussels Sprouts? Rosenkohl. Rosenkohl. Champignons, Käse, Möhrchen. Dann hier, die isst die in letzter Zeit super gerne. Das sind so eine Tofu-Würstchen. Was? Was, mein Schatz? Lilly? Lilly? Was, mein Schatz? Was will die Lilly? Was will die Lilly? There she is! Lilly! So, dann Julian wollte Lucky Charms, Oreos, Brokkoli, Nektarinen. Hat sich Kaffee geholt. Nicht mehr Jacobs? Was mit Jacobs? Das ist Nescafé, ist auch okay. Ist auch okay. Dann haben wir hier Butter, Champignons, Paprikagewürz, Spargel. Lilly isst die Blumen. Die Blumen sehen schon nicht mehr so schön aus. Hm. Haben sich nicht lange gehalten. Milch, Spinat,
Dann haben wir hier Rasierschaum. Das ist nicht für Cora, sondern für Julian. Ich finde den Namen irgendwie lustig. Barbasol. Dann ein paar Stifte für mich und Julian wollte... Wie sagt man dazu in Deutsch? Daddy. Blei? Blei oder so? Weiß ich auch nicht mehr. Druckbleistiftfüllung. Druckbleistift habe ich auch gerade erst nachgeguckt, was auf Deutsch heißt. So, Zahnpasta und dann haben wir hier noch ein paar Pflaster, Duschgel, ja, das war's. Und bezahlt haben wir 114 Dollar und hier seht ihr nochmal Tax, mussten wir 7% bezahlen, 3,14 Dollar und nochmal 3% fürs County, 1,95 Dollar. Thank you.